Und das sorgt sie am meisten? Ja, jegliche Art von Virus. Aber am wahrscheinlichsten ist ein grippeähnlicher. Wegen der Luftwege? Aber im wahrsten Sinne. Husten? Oh, Verzeihung, ich meinte über Menschen in Flugzeugen. So steht es in Ihrem Buch. Ja, ein neues Virus, etwa aus Madagaskar, könnte innerhalb von Wochen Chicago erreichen. So entsteht eine Pandemie. Pan bedeutet gesamt. Die gesamte Welt wird gleichzeitig krank. Hm. Und Dr. Newman, Sie sind auch Epidemiologe. Ich vermute, der Gedanke an eine Viruspandemie raubt auch Ihnen den Schlaf. Nein. Nicht? Nein. Oh, so viel zu unserer Sendung. Nein, der Mensch liegt seit jeher mit den Viren im Krieg. Und manchmal sterben Millionen von Menschen wie in einem richtigen Krieg. Aber letzten Endes gewinnen immer wir. Aber Sie glauben schon, dass uns Mikroorganismen gefährlich werden könnten? Oh, auf die am schlimmsten anzunehmende Weise. Bakterien? Nein. Sie sagen gerne nein. Ja. Keine Bakterien, keine Viren, sondern? Pilze. Pilze? Ja, das ist die übliche Reaktion. Aber viele Spezies mussten erfahren, dass Pilze nicht harmlos sind. Denn manchen Pilzen geht es nicht darum, ihren Wirt zu töten, sondern zu kontrollieren. Ich frage Sie, wie sind wir an LSD gekommen? Wie kommen Sie denn an Ihres? Man gewinnt es aus Mutterkorn, einem Pilz. Psilocybin, aus Pilzen. Viren machen uns vielleicht krank, aber Pilze verändern unseren Verstand. Es gibt einen Pilz, der Insekten befällt. Ameisen zum Beispiel. Über den Blutkreislauf gelangt der Pilz bis ins Gehirn des Insekts und flutet es mit Halluzinogenen. Auf diese Weise erlangt er die Kontrolle über die Ameise. Der Pilz beginnt, das Verhalten der Ameise zu lenken. Er steuert ihre Bewegungen wie ein Puppenspieler eine Marionette. Und es kommt noch schlimmer, der Pilz muss sich ernähren. Also beginnt er, seinen Wirt von innen heraus aufzufressen. Und ersetzt das Gewebe der Ameise durch das seine. Aber er lässt seine Opfer nicht verenden. Nein. Er hält seine Marionette am Leben, indem er den Verwesungsprozess verhindert. Und wie? Woraus gewinnen wir Penicillin? Pilze. Einwände, Dr. Schoenheiß. Derlei Pilzinfektionen treten auf, aber nicht beim Menschen. Richtig, der Pilz kann nicht überleben, wenn die Körpertemperatur des Wirts über 34 Grad liegt. Und bislang müssen Pilze sich nicht an höhere Temperaturen evolutionär anpassen. Aber was, wenn sich das ändert? Was, wenn, sagen wir, die Welt nur um einen Hauch wärmer würde? Das würde eine evolutionäre Anpassung nötig machen. Es muss nur ein Gen mutieren und Ascomycota, Candida, Mutterkorn, der Cordyceps, Aspergillus, jeder davon könnte die Fähigkeit entwickeln, sich in unser Gehirn zu fressen und uns zu steuern. Ich spreche nicht von Millionen, ich spreche von Milliarden Menschen. Milliarden von hirnvergifteten Marionetten, die allesamt und für alle Zeit nur ein Ziel verfolgen. Die Weiterverbreitung der Infektion bis zum letzten lebenden Menschen, koste es, was es wolle. Man kann dem nicht vorbeugen, es nicht behandeln, es gibt keine Medikamente, gar keine. Sie herzustellen wäre schlichtweg unmöglich. Das heißt, wenn sowas passiert, dann verlieren wir. Wir sind gleich zurück.